Okay, ich tue es. Ich nehme mal wieder so eine krasse Videoaufnahme im Zustand auf, einfach dahergeredet. Wer es hören mag, der höre es. Wer nicht, der klicke es weg. Worum es geht? Um unsere Bestimmung. Um die Bestimmung, die jeder von uns gewählt hat. Okay, ich komme schnell auf den Punkt. Ich schmeiße jetzt mal das eine auf den Tisch und das gucken wir uns dann an. Ich habe gelernt, dass es ein kosmisches Gesetz ist, dass wir immer eigentlich vier Wahlmöglichkeiten haben, aber drei treten immer ganz klar in Erscheinung. Die erscheinen uns. Die vierte ist nicht so einfach aufzuspüren, weil die nicht von dieser Welt ist. Da beziehe ich mich jetzt auf die vier Kausalitäten des Daseins von Aristoteles, die vier Urgründe des Daseins und die vier Quadranten in der Münchner Rhythmenlehre der Astrologie nach Wolfgang Döbereiner. Nur mal so am Rande, wer es nachverfolgen will, der tut es, wer nicht, braucht es jetzt nicht. Also, in Erscheinung treten immer drei, egal was wir tun, egal was wir tun. Und ich rede jetzt gleich über unser ganzes Leben, über die Entscheidung zu einem Leben, zu einer Inkarnation. Darauf will ich mich beziehen, aber es gilt auch für alles, weil was wahr ist, gilt immer für alles. Daran könnt ihr Wahrheit überprüfen. Sie gilt immer für alles. So einfach ist das. Und wenn ihr irgendetwas findet, wo das nicht gilt, was ihr da denkt, was die Wahrheit sei, dann ist es nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit gilt immer für alles. Und ich denke, ich bin da auf eine Wahrheit gestoßen, die sagt, egal was du tust, egal was du entscheidest, du hast immer drei Möglichkeiten, die in Erscheinung treten. Nämlich love it, change it or leave it. So, und ich beziehe das jetzt mal auf unser gesamtes Leben. Und zwar durch folgendes Gedankenbeispiel, und ihr müsst jetzt einfach bereit sein, mir zu folgen, und dann wird es schon gut werden. Stellt euch vor, ihr seid Weltraumreisende. Das heißt Wesen, die in einer Galaxie zwischen Sonnensystemen und vielleicht sogar zwischen Galaxien und vielleicht sogar zwischen Universen einfach hin und her reisen könnt. Sagen wir mal, ihr seid so potent, ihr habt diese Möglichkeit. Ihr habt irgendeine Art von Vehikel oder eine Methode, durch Raum und Zeit und Dimensionen zu reisen. So hoch entwickelt stellen wir uns jetzt mal vor. Und jetzt reisen wir also durch Zeit und Raum, durch Galaxien und Sonnensysteme und Dimensionen und kommen an einem Planeten vorbei. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr schwebt da in eurem gedachten Vehikel, ob das jetzt ein Raumschiff ist oder eine Astralblase oder ein Dimensionsbewusstsein. Nehmt, was ihr wollt. Ihr seid irgendwie da und schwebt in dem Orbit dieses Planeten und könnt sehen, was auf diesem Planeten los ist. Und ihr seht dort unten eine mittelalterliche Kultur, wo sie Ochsenwagen durch den Schlamm zerren und Krankheiten haben und Seuchen, wo die Ratten in den Häusern sind und die Katzen die Seuche haben und wo sie in Tempel gehen, die sie mit aller Kraft errichten, wo sie alles, was sie haben, reingeben, weil sie denken, das ist der Preis für eine göttliche Erlösung, für die Erlösung von oben. Sie beten an sich nach oben zum Himmel hin, dass da was kommt, was ihnen aus diesem irdischen, planetaren Jammertal raushilft. Und ihr seht das alles von da oben. Und ihr wisst ganz genau, was die brauchen. Die müssten nur wissen, dass ihr eigenes Bewusstsein
sie in jede Welt transportieren kann, in der sie nur leben wollen. Wenn sie kapieren, dass ihr Bewusstsein die Macht ist, die sie reisen lässt, wachsen lässt. Sie denken, sie sind in ihrem Körper gefangen, auf ihrem Planeten gefangen, im Schlamm und den Ochsenkarren und der Scheiße und den Ratten gefangen. Das denken sie, das glauben sie, davon sind sie fest überzeugt. Und du weißt, es gibt nur eine Möglichkeit, sie von diesem Glauben zu befreien. Sie müssen sich ändern. Und jetzt gibt es eben diese drei Möglichkeiten zur Veränderung. Erste Möglichkeit und die beste. Love it. Das heißt, du schwebst über dem Orbit dieses Planeten, du siehst sie, Ochsenkarren, Schlammdreck und Fäkalien, und du sagst, ja, ich nehme das an. Und du gehst hinein als einer von ihnen, du inkarnierst auf diesem Planeten, als einer von ihnen und nimmst das einfach an, so ist es. Und ich versuche mit euch zusammen die Situation zu verbessern. Evolve, Evolution, das auf ein höheres Level zu bekommen, mit euch zusammen. Ich gehe da rein, ich bin einer von euch. Ja, ich nehme euch an. Das ist Liebe. Liebe ist immer, immer, ewig. Ja, ja. Das ist the best choice, die beste Wahl. Nur wenige tun das. Sorry, aber so ist es. Und das wisst ihr auch, fragt euer Herz. Zweite Möglichkeit für die Zweifler. Change it. Ey, das ist doch nicht okay so. Ist doch nicht okay, Ochsenkarren, Schlamm, Dreck, Fäkalien, Seuchen, Ungerechtigkeiten, Beherrscher, Ausbeutung, Sklaventum, alles das. Ey, das kann's doch nicht sein. Das ist doch nicht liebevoll. Nein, ich will das ändern. Okay. Das ist auch ein Akt von Liebe. Ich gehe rein in die Situation und gebe mich voll der Veränderung hin. Das heißt, ich gehe auch auf den Pfaden der Liebe. Ich gehe hinein. Aber ich will was ändern. Ich will es anders haben. Ich will was drehen, was bewegen. Ich will einen Hebel. Und das ist knackt im Getriebe. Ich will das, was ist, weghaben und um Platz zu haben für was Neues. Das heißt, da ist nicht nur ein Ja, ich steige ein in die Situation, sondern auch ein Nein, das muss weg, damit Ja, das andere hereinkommen kann. Ja, das kriegt schon eine andere Farbe. Das ist nicht mehr rot wie Blut und völlige Hingabe und Liebe, sondern es wird violett. Das wird bissig. Das will was wegbeißen für. Check? Gecheckt? Okay, das soll kein langer Vortrag werden, wird es aber trotzdem, aber es soll knackig bleiben. Dritte Möglichkeit, leave it. Leave it. Ey, oh, was für ein scheiß Planet. Wieder die Situation, er schwebt im Orbit, na, guckt euch den Planeten an, Ochsenkarren im Dreck, Pest, na, alles das, na, dieselbe Situation, aber ihr entscheidet euch anders und sagt, oh, die sind noch nicht so weit. Oh, die brauchen ja noch ziemlich lange. Dann lass die mal noch so lange machen und ich sag goodbye und fliege woanders hin. Ja. Das sind die drei erscheinenden Möglichkeiten vor jeder erscheinenden Situation. Ob ihr jetzt euch entscheidet, auf einem Planeten zu leben oder auch nur eine Sache zu tun, sei es, gehe ich jetzt zum Supermarkt und kaufe mir den Schinken jetzt oder nicht. Selbst da habt ihr drei Möglichkeiten. Love it, ja, ich liebe es, dass mir das jetzt eingefallen ist. Ja, das nehme ich an und tue es einfach. Einfach, es hat sich gefügt, das Kosmos hat mir gesagt, hey, geh doch da jetzt das kaufen, dann tue ich's. Oder change it. Na, das muss ich einplanen, das muss ich einfügen und dann
fange ich an zu steuern und zu regeln nach meinem Gutdünken und mische mich in die kosmischen Gesänge ein und bringe meine eigenen Töne mit rein, was meiner eigenen Selbsterfahrung dient, kommt ja alles wieder auf mich zurück. So wie man in den Wald schreit oder ins Universum schreit, so halt's wieder. Oder ich will das alles überhaupt nicht und dann gehe ich halt irgendwo ganz anderswo hin. Mal sehen. Die vierte Möglichkeit, ja, ihr habt's nicht vergessen, die da so im Verborgenen ist, das ist die Frage, was ist bestimmt? Was will das Universum jetzt? Will das Universum jetzt, dass ich mich einer Situation ja-sagend völlig hingebe? Oder mich ihr nein-sagend hingebe? Ja, ich nehme es so, wie es ist, aber ich will es verändern. Nein, ich will was anderes. Oder lieblos. Das sind die beiden ersten Möglichkeiten, sind liebevolle Möglichkeiten. Möglichkeiten der Liebe. Erstens die totale Hingabe, das ist natürlich die Liebe pur. Oder die Hingabe in Widerstand, die Hingabe in der Veränderung. Das kann anfangen von Ärger, dass mir das nicht gefällt und ich gebe mich hin, das zu ändern, bis hin zur Wut, bis hin zum Hass und zur Zerstörung von allem, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Auch der blindeste Hass ist letztendlich totale Hingabe. Ärger, Wut und Hass, denen gibt man sich ja auch hin. Das heißt, sie sind Liebe, die sind Bindung. Ärger, Wut und Hass binden mich an das Objekt meines Ärgers, meiner Wut und meines Hasses. Daran binde ich mich. Ich nehme Ziel auf das, ich fokussiere das und habe das im Blick. Das ist Hingabe, das ist Liebe. Die wirkliche Nichtliebe ist das Leave it. Mir scheißegal. Gleichgültigkeit ist das echte Gegenteil von Liebe. Also wenn ich etwas wirklich nicht lieben will, weder in der Hingabe, der positiven Hingabe, noch im Hass, also der negativen Hingabe, es interessiert mich, lass die doch machen, dann sind mir die gleichgültig. Und dann findet keine Liebe statt. Dann ziehe ich eines anderen Weges und habe mit denen so lange nichts zu tun, bis es soweit ist, dass ich dann mit denen halt auch zu tun habe. Und das wird dann wiederum die Bestimmung klären. Das ist nämlich die vierte Kraft, die Bestimmung. Zu was mir begegnet etwas, ich muss entscheiden, mir erscheint etwas und ich muss entscheiden, love it, change it or leave it. Und dann stellt sich noch die Frage, wozu ist das bestimmt? Ich kann das jetzt aus meinem Gefühl raus entscheiden, wie ich gerade will. Aber dann gibt es noch das Universum. Das hat ja auch entschieden, mitentschieden. Ich habe mitentschieden und das Universum. Wir haben gemeinsam entschieden, dass mir das jetzt begegnet. Und jetzt kann ich mich ganz persönlich entscheiden, zwischen den drei Möglichkeiten, love it, change it or leave it, wie ich mit der Begegnung umgehe. Oder ich kann mich fragen, viertens, was hat das Universum gewollt, dass es mir das jetzt genau geschickt hat? Ist das jetzt eine Aufgabe von love it, nimm es an, tu's? Ist das eine Lernaufgabe von das magst du nicht? Try to change it. Oder ändere dich selbst. Nehme ich das dann vielleicht doch nicht mehr nicht zu mögen. Also wenn ich mich mit Dingen auseinandersetze, die ich nicht mag, kommt ja entweder dabei raus, dass diese Dinge entweder wirklich nicht gut sind und dann klar ist, was ich tun kann dagegen, oder mir klar wird, oh, da habe ich ja falsch gelegen, dass ich das nicht mag. Da war mir ja was nicht klar. Ich hatte nur eine Meinung, dass das halt blöd ist. Ne? Aber ich bin ja lernfähig. Ne? Und also wenn ich mich mit Sachen auseinandersetze, die ich nicht mag, lerne ich entweder etwas über die Welt oder über mich selbst. Das ist entscheidungsoffen.
Und das muss mir klar sein. Licht weg. Bildschirmschoner. Oder halt die dritte Möglichkeit, es ist mir gleichgültig und ich gehe weg. Genau. Aber das vierte, abzufragen, was will das Universum, das kann ich nicht alleine. Die ersten drei frage ich mich alleine. Gefällt mir das? Steige ich ein. Will ich das ändern? Steige ich ein. Ist mir das scheißegal? Steige ich aus. Aber das vierte, wozu ist das bestimmt, dass mir genau jetzt das begegnet? Das kriege ich nicht alleine geklärt. Da muss ich mich dann wirklich auch an das Universum wenden und das Universum fragen und kommunizieren. Und da hat halt jeder Mensch seinen eigenen Kanal. Der eine fragt seine innere Stimme. Da ganz drin, da ist ja auch diese Stimme. Oder wir fragen Jesus oder den Kosmos oder die große Mutter oder den Allgeist. Ach, shit, egal wie ihr es nennt, es ist. Nennt es so, wie ihr es braucht, weil das ist nämlich echt shit egal in dem Moment. Eure Deutungen und eure Bedeutungen und eure Meinungen und eure Ansichten und euer Wohlgefühl oder Unwohlsein spielt da überhaupt gar keine Rolle. Es ist, was es ist und es ist. Es ist einfach. Punkt. Und es braucht gar nicht benannt zu werden, weil es keine Benennung hat, sondern einfach nur ist, was es ist. Versucht euch auf eurem Weg daran zu wenden. Und dann habt ihr einen ganz immensen Vorteil jetzt. Ihr könnt in jeder Lebensentscheidungssituation wissen, dass ihr in drei Dingen auf euch selber hören könnt. Nämlich der Frage, liebe ich das, mag ich das und steige ich dann aus Liebe ein? Oder mag ich es nicht und steige in die Veränderung ein, will es anders haben? Oder ist mir scheißegal und ich gehe weg? Das sind meine drei Möglichkeiten, die habe ich immer. Und es gibt noch die vierte, was will der Himmel? Was will die Bestimmung? Dass mir das jetzt begegnet und dass ich das jetzt zu entscheiden habe. Und wenn ich das auch noch in Erwägung ziehe, dann habe ich nämlich einen Entscheidungsratgeber, welche der drei Möglichkeiten ich jetzt wählen soll, welche die richtige ist. Soll ich mich jetzt auf das Ding voll und ganz einlassen? Soll ich mich drauf einlassen, das Ding völlig umzukrempeln? Oder leck mich einfach am Arsch? Was ist jetzt das Richtige, lieber Himmel? Was soll ich jetzt lernen? Was ich lernen soll, liegt außerhalb der Zeit, weil es ja in der Zukunft liegt. Und Zeit, die ich erfahren kann, ist ja nur Gegenwart. Also Zukunft und Vergangenheit ist nur vorgestellte Zeit. Wenn es also um die Frage geht, was ich tun soll, stelle ich eine Frage außerhalb der Zeit. Und die muss ich in die Ewigkeit stellen. An ein ewiges Wesen. Ich nenne das, weil ich in christlicher Tradition aufgewachsen bin, Gott. Es ist einfach eine Begriffsgebräuchlichkeit. Hat mit der Bibel nichts zu tun. Nö. Ich kann es auch Bruder nennen oder Vater. Jehova, Zeus. Zimbabwe. Fällt mir gerade einfach so ein. Es ist egal. Der Begriff ist egal. Es ist eine Instanz. Ein Wort ist immer etwas Vorgestelltes und gehört in meinen Bereich, in den Bereich meiner Vorstellungen. Das ist aber ein Seiendes. Außerhalb meiner raumzeitlich begrenzten
Lebensweise, die ich jetzt nun mal gewählt habe. Ich habe mich entschieden, das zu sein, was ich jetzt bin. Und deswegen ist es so. Ich habe im Bereich meiner Erscheinungen, was mir erscheint, nur diese drei Möglichkeiten. Love it, change it or leave it. Und ich habe das Fenster in die Ewigkeit, weil das ist ein Wesenskern von mir, dass ich Anteil habe an dieser Ewigkeit und kann, wenn ich will und das wirklich will und nachdrücklich anstrebe, kann das jeder hineingucken in diese vierte Geschichte, die Bestimmung. Was ist mir jetzt kosmisch liebevoll? Und das ist immer liebevoll, das ist Liebe pur. Bestimmt. Und wer das wirklich sehen kann, in jedem Moment seiner Entscheidungen. Ich habe das schon mal so auszugsweise genossen. Und ich kann euch versprechen, ihr seid gesegnet, wenn ihr das könnt. Und es steht euch allen offen. Das heißt, ihr alle seid gesegnet. Das heißt, das, was auch in der Bibel steht, stimmt. Ihr seid alle gesegnet. Ihr seid alle die gesegneten Kinder Gottes. Ihr seid die Kinder des Universums. Und ihr seid gesegnet mit Ewigkeit und Liebe. Und zwar auf ewig. Ja. Geht nicht anders. Ist so. Checkt es oder checkt es nicht. Ich hoffe, ich konnte euch hilfreich gewesen sein und verbleibe mit freundlichem Gruß. Ich, A.L.